Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind gerade noch im Kristallturm, haben hier noch einen Weg entdeckt, den wir noch weiter hier erkunden wollen. Hört sich nach noch mehr Gegnern an, die direkt hier hinter... Och, genau der. Und der erschreckt mich sogar noch. Genau, Shielding. Ich kann nämlich nichts anhaben. Aha. Geil. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dieses Spiel erschreckt einen schon doch. Auch wenn es kein Horrorspiel ist. Es hat schon so, wegen diesen Kreaturen, so Jumps, so Jumpscare-Effekte. Finde ich persönlich. Hier wegen dem Kollegen von dem war ich jetzt vorbereitet, dass hier wieder einer kommt. Ich hab schon erwartet, da kommt da einer. Hier ist sonst nichts mehr. So, mal schauen. Genau, wenn wir dahin weitergehen. Oh, den Raum müssen wir auch noch rein. Okay, hier sind nur Eisgolems. So, nochmal Healing und Shielding. Der hat nichts. Boom gibt's hier auch nicht. Hier kommt gleich wieder einer, ja. Ich glaube, Shielding funktioniert nur so, bis zu einer gewissen Menge an Schaden, die der absorbiert. Und sobald der Schaden erreicht ist, dass ich zu absorbieren habe. Oh, Inventar ist wieder voll. Gehen wir mal hier hin. Und schauen nach, was wir wieder wegschmeißen können. Und sobald wir diese gewisse Menge an Schaden, die wir absorbieren können, oder beziehungsweise der Zauber absorbiert von dem Shielding, erreicht es. Geht dann wieder der normale Schaden auf uns los. So, dann können wir die jetzt mitnehmen. Wie viel tragen wir jetzt? 135 von 199. So, dann da vorne sind nochmal zwei Türen. Diesmal gehen wir zuerst hier. Ja, klar, dass der kommt. So, 135 Gold. Nice. Können die Leute öfters mal so viel Gold mithaben? Steckt aber fest. Dem, das war jetzt interessant. Okay, können wir nicht mehr mitnehmen. Dann schauen wir mal, was wir wieder wegschmeißen können. Die hier. So, dann den. Dann müssten wir jetzt die Dinger hier mitnehmen können. Also den Plattenhelm. Mal schauen, wie viel. Ob der irgendwie was wert ist. Ja. Das war ein magisches Ding. Oh. Jetzt hätten wir hier ein Problem. Jetzt haben wir hier ein Problem. Kommen wir so daran? Nein. Jetzt sind wir runtergefallen.
Gibt's hier noch irgendwie einen anderen Ausgang? Nee. Nein. Wie machen wir das jetzt? Wenn wir hier jetzt feststecken. Na komm. Komm. Shift J. Ja. Okay, so geht das. So funktioniert's. Mitspringen. Ich hab schon Angst gehabt darum, dass wir da jetzt feststecken und nicht mehr raus können. Und davon müssen wir noch. Warte. Und ganz schnell Shielding. Boah, ich hatte jetzt Panik gehabt. Digga, noch einer. Und nochmal Shielding. Die U-Taste darf man niemals loslassen, gefühlt. Den können wir nicht mitnehmen, okay. Können wir den wenigstens mitnehmen? Auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben jetzt nichts, was wir wegschmeißen können. Alter, wir haben schon fast alles verbraucht an Healing. Wir haben die Hälfte schon verbraucht. Alter. So, das heißt jetzt den ganzen Weg hierhin nochmal zurück. Dann hier nach Süden und den Durchgang nehmen. Die Schneewölfe haben auch nichts. War das ein Geist, ne? Ich habe da gerade zwei rote Augen oder sowas gesehen. Ich nur geglaubt gehabt, dass ich die gesehen hätte. Okay, wo sind wir jetzt hier? Gehen wir da durch. Da haben wir die beiden roten Augen. Und noch ein Schatz. Amulett können wir auch nicht mehr mitnehmen. Lassen wir das. Von den Dingern, die wir hier haben. Bestimmt noch irgendwas wert. Wenn wir Geld brauchen, dann ist das hier eigentlich der Ort, wo das sich am meisten lohnt. So, bevor wir noch weiter nach oben gehen, wir gehen mal hier nochmal Richtung Süden und schauen uns hier mal um. Unser Freund der Eiskohle. Er hat nichts. Schade eigentlich auch. So, dann müssen wir hier nochmal. Hallo, will hoch.
Ah, hier. Hier geht's hoch. Ja, hau mich kaputt, genau. Hinter mir ist keiner. Nochmal ein Schatz. Geil, nur Gold. Jetzt können wir eh nur Gold mitnehmen. Wir haben jetzt so viel geilen Stuff auf Tasche. Wieder dieses Geräusch. Das Geräusch übertönt einfach mal alles. Vor allem ist es nicht möglich, dieses Geräusch auszuschalten. Oh, geht schon wieder los. Das nervig, ey. Okay. Hier geht's noch weiter. Also wir müssen jetzt hier über dem Weg noch einmal nach oben, damit wir auf der anderen Seite hier wieder nach unten können. Weil hier ist ja noch eine Tür, aber hier ist kein Weg, um dahin zu kommen. Alter, nicht schon wieder dieses Geräusch. Healing und Shielding. Warte, nochmal vielleicht healen. Aber Heal True machen wir dieses Mal. Und die Gold Pieces, nice. Hier ist sonst nichts. Ne. Okay, das heißt, einmal nach oben. Wie sehr will man mir auf den Sack gehen? Ja. Das zeigt die Spiel mir gerade hier. So, dann ab nach oben. Und. Jo, alles klar. A heavy musky scent wafts through the row of hand corridors. In the distance you can hear what sounds to be low growls. Okay. Warte mal, ging's da? Ne, auf der anderen Seite ging's nicht weit. Ich hoffe, hier finden wir jetzt erstmal keine so penetranten, nervigen Gegner. Ah. Trolle sind nicht mehr so schlimm wie... You have found a diamond key? Der hat nur einen Dolch. Aber der eine Troll hatte jetzt einen Diamantschlüssel gehabt. Sehr interessant finde ich das jetzt. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Schlüssel müssen wir... on the floor is a pressure plate. A sign above it reads, emergency cell release section 1 and 2. Push the place... it costs to you that release. Was? Yep. Sign reads the bestiary section 1.
Rats. Okay, hier gibt's Ratten. So, was haben wir denn da? Ah, okay. Dann haben wir hier noch mal eine Zellentür. Hier haben wir Skeletten. Ah, wollte schon sagen. Wo waren die denn gerade? Der hat nichts und der hat auch nichts. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist aber, wofür ist... Hier sind Goblins. Hey, ihr Goblins, wo seid ihr? Wir hatten nichts. Aber Goblins hatten wir aber auch Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Was gibt's hier? Oh, ich höre schon Spinnen. Die sind aber nicht hier drinne. Snowwolf, warning. Spicy Man has Ice Breath Attack. Okay, warte mal. Wir gehen noch mal zu der Tür. Warte mal, dass da war. The Bestiary Section 1. On the floor is a pressure plate A. Sign above it reads Emergency Cell Release Section 1 and 2. Push the plate. Yes. Hä? Also, hier sind... Andersrum. Mit Y und Z. Along the halls you hear the sound of locks unbolting. Ach so. Oh. Wo ist der Troll? Den nicht. Aber die sind jetzt hier alle offen. Das waren jetzt... Ach so, ich habe damit alle Zellentüren aufgemacht hier, oder wie? Alter, gleich drei! Der hat nichts. Der hat nichts Wertvolles. Noch ein Diamantschlüssel. Wie viele Diamantschlüssel? Hier. Bracelet können wir auch nicht mehr mitnehmen. Nein! Hier ist ja noch einer. On the floor is a pressure plate A. Sign above it reads Emergency Cell Release Section 3. Push the plate. Komm, machen wir auch hier. Wir machen alle auf. Das heißt, dann müssen wir selber die nicht aufrauen und so weiter aufschlagen. Aha. Sign reads the Bestiary Section 3. Ice Golem. Ja, dieses Geräusch. Healing True und Shielding. Was haben wir hier für einen Gegner? Nichts. Down Golem. Äh.
Okay, der haut nicht. Der haut uns jetzt nicht. So, der hat immerhin 16 Gold. Das ist nett von ihm, dass er sein Gold mit uns teilt. Was haben wir hier? Und this cell is empty. On a plaque to one side has been hastily etched your name. It seems someone has been expecting you. Warte mal, bevor wir da reingehen, machen wir vielleicht ein Safe Game auf die 2. You open door with the diamond key. Ah. A fire demon warning, this guardian is extremely... Okay, jetzt fängt er an Schaden zu machen, aber... Ah. Hier haben wir noch eine Treppe gefunden. Oh, Alter. Schätze. Alter, geil. Amulett, nein, können wir nicht mitnehmen. Mal wie traurig. Aber hier geht's nochmal nach oben. Noch einmal nach oben. So, was haben wir hier? Medusa, oh nö. Warte, Fielding, den brauchen wir. Digga, Medusa. Nochmal Shielding. Ah, haben wir geschafft. Potion können wir auch nicht mehr mitnehmen. Wie viel tragen wir überhaupt? 131 von 99 Kilo. 199. Wie kommt es, dass wir da vieles nicht mehr tragen können, ne? Noch ein Ebony-Helm. Oh. Verstehe ich nicht. Noch eine Medusa. Ja, ein bisschen Abstand, finde ich, trifft gut. Alter, kann doch nicht sein. Endlich. Ich kann eh nichts mitnehmen. So, jetzt bin ich gespannt, was gibt es hier noch für Kreaturen. Homunculus. Warning, spicy man. Das ist ein Homunculus, okay. Der Homunculus. Oh, das können wir auch nicht mitnehmen. Wieso ist mein Inventar so voll? Obwohl wir nur 131 Kilo tragen. Haben wir irgendwie eine Krankheit oder so? Dass wir gerade nicht viel tragen können? 120 von 168. Haben wir irgendwas, was wir wegschmeißen können? Jetzt gerade echt scheiße, dass wir nichts tragen können. Gerade. So, haben wir irgendwo einen Weg übersehen, vergessen? Und da könnten wir eigentlich dahin. Beziehungsweise hier ist ja noch eine Tür. Oder ein Eingang, ein Weg. Gibt es hier noch ein bisschen was zu erkunden?
Ja, wir müssen hier hin. Ah, hier sind die Spinnen. Und der hat nichts. Jetzt ist die Frage, wofür brauchen wir den zweiten Diamantschlüssel jetzt? Höllenhund. Da haben wir ihn. Aber ich finde es jetzt interessant, dass wir hier wirklich eventuell das komplette Bestiarium hier kriegen. Also alle Kreaturen, alle Gegnertypen, die es in dem Spiel gibt. Eventuell. Wäre cool, wenn wir einmal gegen alle hier kämpfen könnten. Zombie. Okay, den haben wir. 30 Gold. Dann jetzt nochmal schnell kurz healen. Was gibt's hier? Hier gibt's nichts. Ein Rave. Ach, das sind Raves. Das sind also Raves. Was gibt's hier? Nichts. Oh, ein Schlüssel. Ein Diamond Key. So haben wir hier einen. Drei Diamantschlüssel haben wir hier jetzt bekommen. So, wo geht's hier nochmal weiter? Also, was gibt's hier jetzt? Ist auch noch irgendwie. Ich glaube, da ist vielleicht diese Löcher, so ein Geheimdurchgang und so weiter. Da ist der ja. Lass mich raten, die haben auch wieder einen Diamantschlüssel. Ein Buckler und der hat ein Steel Key. Was wollen wir mit so vielen Schlüsseln? Okay, da geht's irgendwie weiter. Lass mal hier so rein. Feeding Tube 3. Cosmos Spacemans Main. On this troll's body you find a crudely dro. Digga. Of this level. In the SE corner. Southeast corner is a. Alter! Is a large red X. So, jetzt müssen wir kurz healen. Machen wir so. The map also shows an illegible scroll just northwest of the room. Marking a location just beyond the cell door. Also südöstlich. Und. Wo war denn das jetzt? Und nordwestlich. Ist irgendwas. Wahrscheinlich wichtig ist. Ja. So, wir brauchen wieder Spielding. Acht Gold, immerhin. So, wo sind wir? Natürlich der hier. Die Menge an Gegnern wird aber auch extremer. So, jetzt nochmal ordentlich healen. Der hat nichts. You suddenly realize that the illegal. Toll, konnte ich jetzt nicht mehr zu Ende lesen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge
erkunden wir mal weiter dieses Bestiarium hier. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.